Frag mich nicht über Preise, ich bin mir nicht sicher. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Ich möchte nicht über Wert sprechen. Ich bin mir Aber wirklich nicht grob. sicher. Schätzungsweise. Keine Ahnung. Also fünfstellig. Fünfstellig. Ja. Ja, worum es gerade in diesem Gespräch geht, seht ihr jetzt nach dem Intro und das bleibt dran. Wird, glaube ich, für einige sehr interessant. Ich glaube, die gab es hier schon mal zu sehen, aber der Dominik wollte die und ja, nach Noch dem einmal Intro. in besserer Qualität. Super. Jetzt schon wir gerade drüber. So. Riesiger Ordner. Der Ey. Partner ist riesig, ja. Hier. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Der Dominik hat mich gefragt und ich habe gefolgt. Ja, die Bären präsentieren mal wieder was, aber. Das war meine Diesmal. Sammlung. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Wir fangen mal bewusst von hinten an. Mit Von, dir. okay. Bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ein Hashtag markierte Werbung, ein Gemloader Binder. Wir gehen Toploader rein. Ah, okay. Ah, deswegen ist er noch so groß. Yes! Boah. So. Ist, als würde ich die Bibel aufmachen. Wir Die sehen Erste. hier alles First Edition Fossil Card. Dem Fossil Set, das ist das, das zweite oder das dritte Pokémon Set, das hier rauskommt. Alles First Edition, alles deutsch und. Die dritte, das jemals rauskam. Yes! Wie alt ist denn das? 96, 95. 95. Jede Karte in Deutsch und jede Karte in einem Near-Mint-Zustand. Also nicht perfekt, aber fast perfekt. Sehr guter Zustand. Holy, abonnieren. Ja. Also ich will jetzt nur mal sagen, die Karten sind alle älter als ich Ja. und in einem besseren Zustand als ich. Ja. Also, wie ist denn das zustande gekommen? Wie bist denn du, also schon, hat lang gedauert, nehme ich mal an. Also als der Pokémon-Wahn bei mir wieder angefangen hat, Wann war das? Letzte jetzt Woche. vor fast 3 Jahren, vor 2,5 Jahren, Was? ich habe vorher gar nichts mehr gemacht und dann kam dieses, dass ich meine Klappe so weit aufgerissen habe, dass die YouTube-Videos von Bär mir nicht gefallen und dann hat der Ramon gesagt, mach doch mal und damit fing alles wieder an. Also ich bin zum Set Flammende Finsternis wieder eingestiegen. Erst. Und viele von euch kennen ihn, Heiko, mein bester Freund, seit ja, 28 Jahren oder so mittlerweile. Haben uns dann irgendwann dazu entschieden, weil ich genau weiß, das ist wahre Liebe, das wird nie enden. Also zwischen Heiko und mir werden nie, egal was es ist, Diamanten, Frauen, Geld, Karten, gibt es einfach nichts. Übrigens für manche meiner Familie, und damit meine ich jetzt nicht meine Frau, ist ein echtes Problem. Okay. Haben wir gesagt, wir sammeln zusammen. Wir haben einfach Bock drauf. Das ist unser Kontingent von Euros, die man bewegen kann, größer und wir sammeln zusammen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir versuchen alte Sets zu machen. Wir haben angefangen, alte Sammlungen aufzukaufen. Zu zweit haben da Binder gemacht und waren immer so halb glücklich, weil mal ist was Englisch, mal war was Deutsch, mal war der Zustand besser, schlechter, mal first, mal nicht. Haben aber weitergemacht. Also ich müsste noch ein Base-Set fast als Master-Set haben, wo aber halt ein bisschen gemischt ist. Mal Deutsch, mal Englisch, nicht perfekter Zustand, mal First, mal nicht First. Leider noch kein Rocket First Edition Master-Set. Das gibt es aber irgendwann noch. Das ist mein großer Traum. Rocket ist Was noch älter? Nee, aber einfach geiler. Okay. Einfach geiler. Ist einfach mein Lieblingsset. Ja, und dann haben wir eine große Chance gesehen, die jetzt angeboten wurde. Ich rede nicht über Zahlen, habe ich schon gesagt. Und auch nicht über das, was wir bezahlt haben. Aber es war eigentlich eine Schnappe. Es war trotzdem viel Geld, aber es war Schnappe. Und dann haben wir eine alte Sammlung gekauft. Das war so eine. Kennst du diese Boxen, die man so auf der Seite aufklickt mit diesen weißen Metallhaken? Ja. Diese Storage-Boxen und die war voll. Voll mit alles ungesleeved. Da war nicht Okay. ein Sleeve drin. So einfach Bulk reingeschmissen. Reingestellt. Noch Okay. alte Displays. Also ich habe auch ein Jungle-Display in leeres, ich habe ein Base-Display in leeres, ich habe alte Decks, die noch komplett waren, alles First Edition, ungesleeved, komplett drin. Und da drin waren so komplette Master-Sets, die du jetzt hier gleich siehst. Einmal Fossil und das, was davor noch kommt. Ungesleeved in dem Zustand. Ja. Echt? Man musste es nur noch sleeven und in die Toploader tun, es war nichts dran. Das nenne ich mal Glück. Das ist ja mal der Wahnsinn. Ha. Ich dachte auch nicht, dass derjenige auf den Kauf eingeht. Ich habe ihm aber ganz ehrlich gesagt, dass es viel mehr wert ist.
Und ihm war nur sehr wichtig, dass das nicht weiterverkauft wird. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist für mein Herz, für unser Herz. Und dann wurde der Deal eingetütet und das Ding ist jetzt uns. Also, trotzdem. Wunderschöne Karten, alle sehr schöner Zustand. Alles schön im Toploader. Viele meckern immer, dass ich nichts graden lasse. Ich mag aber Grading einfach nicht. Du hast halt so. Bestimmten Punkt, oder? Mir geht das voll auf den Sack, diese riesen Cases da rumstehen zu haben. Andere, denen geht auch voll in der Ab mit Vitrino und so, das fühle ich, ist völlig okay, aber mir nicht. Ja gut, für ein ganzes Set wäre das, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, und da sind halt echt schöne Sachen dabei, ne? Das ist. Hier oben, das ist Staub. Ja. Ist halt. Zustand ist wunderschön. Ja, also wirklich, beim Übersehen fällt mir jetzt nichts auf. Die sehen aus wie es frisch aus dem Booster. Ja. Aber alle. Ja, waren sie auch. Da ist vielleicht mal eine dabei, die ein bisschen Whitening hatte. Bei dem Set hat eine Karte gefehlt, die habe ich dann nachgekauft. Was ist Whitening? Wenn die Karten hinten in dem... Wenn die hier so weiße Sachen haben. Ah, okay. Ja, wunderschöne Sammlung. Ich habe es auch viel zu selten in der Hand, merke ich gerade, jetzt wo ich sie wieder in der Hand habe. Steht halt meistens im Schrank. Mhm. Ne? Damals war das ja so, das ist dann alles hier die Non-Foils in Rare. Zum Beispiel ohne Foiling. Und dann kommen die ja in den Sets meistens genau dann nochmal in Foil. Ach so. Der hat übrigens gefehlt, den habe ich nachgekauft. Das war die einzige Karte, die gefehlt hat, sonst war es komplett. Ah, ich finde es halt krass, dass das. Man hätte gedacht, bei so einer alten Sammlung sammelst du schon seit... Ja, das denken viele. Also wenn man mal schaut... Was hat dich auf die Idee gebracht, vor 3 Jahren zu sagen, ich will einen Finder, der fünfstellig wert ist? Weil ich wollte einfach, mir ging es halt um den Wert, ich wollte einfach die alten Karten wieder. Ich ärgere mich sehr über sehr viel, was ich von dem Sprung von Kindheit zur Jugend verkauft habe. Okay. Ich hätte das, wenn ich das heute noch alles hätte, ich habe damals schon mein Spielzeug mit einem Q-Tip One-Stäbchen geputzt, meine echt Figuren. Mhm. Also ich hatte schon Sammler. Ja, ich hatte damals, meine Eltern haben mir dann immer Sachen einfliegen lassen aus den USA, die es hier bei uns gibt. Ich hatte zum Beispiel wie man da damals gesagt hat, Serie oder so. Ich hatte alles von den Power Rangers in tadellosem Zustand. Jede Waffe, jede Figur. Boah. Die wäre heute auch fünfstellig wert, die Sammlung. Und habe das dann damals alles auf dem Altstadtfest oder auf dem Flohmarkt verballert, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Autsch. Ich habe das dann entweder verfeiert schon oder... Autsch. Keine Ahnung. Fressen. Ich kann es dir nicht sagen. Klamotten, glaube ich. Und ich hatte super viel damals und habe mir halt alles hergegeben. Ne? Also auch Karten. Wenn der Heiko und ich unsere alten Karten noch hätten, dann jo. So, hier ist jetzt der Anfang von Fossil. Schön, hier die ganzen Foil. Das ist halt, das ist Liebe. Das sind so schöne Karten. Das merkt man halt auch einfach am Art-Style. Ja, das ist einfach. Dass die OG sind. Holy shit. Und halt überall schön, der First Edition System, alles in Deutsch. Ditto, auch sehr schön, voll. So heftig, das zu sehen, ey. Schönes Ding. Also du hast gemeint, das ist jetzt das Ganze von Fossil und genau, das dann geht es da noch weiter mit. Genau, jetzt haben wir hier ein paar Promos. Zwei Kino-Promos zum Beispiel. Die habe ich zu Hause in katastrophalem Zustand. Ja, und das hier ist dann halt der Unterschied, ne? Ja, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich die sehe in nicht zerfleddert. Ja, wir haben sie auch in der Vitrine vorne ein bisschen stehen. Ja, noch ein paar Mal stehen, glaube ich. Ja, fliegende Pikachu, das Electric, na, die Promos. Wahnsinn, ey. Ja, schön. Ein paar Energien, einfach für als Nostalgie, ne? Das Mewtwo. Von, schön, ne? Das Mew. Kino Mew. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Set. Und das ist, wer hätte es gedacht, ein Base-Set. Allererste Pokémon-Set in der allerersten Edition. In wunderschönem Zustand, alles in einer Sprache. Das ist der Wahnsinn. Sogar die Energien und so. Alles wunderschön. Da sieht man aber auch, wie krass sich die Sachen verändert haben. Yes. Ne? Also, wie ausgefallen Energien, jetzt und so, ja. Wie die Energien jetzt aussehen und vor allem auch, jetzt ändert sich auch die Randfarbe. Also das ist wirklich so. Ich erinnere mich halt noch damals, meine Brüder haben ja auch gesammelt. Das waren halt auch noch genau, die ersten Sachen. Und wir hatten halt so einen Pokémon-Binder, wo halt immer Sachen gefehlt haben. Wir hatten halt nie einen ganzen.
Und wenn ich da jetzt wieder so reingucke, das ist so Nostalgie, das ist... Boah. Aber es war halt nichts für First Edition, was wir hatten. Ist halt auch nochmal ein bisschen zum Flexen. Ja, aber wie gesagt, sie wurden jetzt zum Flexen gekauft. Das ist wirklich einfach Liebe. Das muss schon richtig krasse Liebe sein. Ja. War, glaube ich, auch nicht einfach, das zusammenzukriegen. Du hast gesagt, du hast vor 3 Jahren dabei angefangen. Wie lange hat es denn gedauert? In der Tat war das hier einfach zu bekommen. Es war nur ein bisschen teuer. Okay. Ich habe die alle auf einen Rutsch gekauft. Alle? Bis auf 2 Karten von Fossil, die ich nachgekauft habe. Gefehlt. Wir haben die alle auf einen Rutsch gekauft. Okay. Hier, das erste Pikachu. Wie das noch aussieht, ey. Kannst du mal ein bisschen in die Kamera halten? Ich kann's rausbauen. Das ist natürlich doppelt gesleeved. Das kleine, dicke Pikachu. Also die Artstyles sind ja der Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist schön. Eine schöne Sammlung. Das ist halt mal was, was man halt seinen Kindern vererben kann. Ich weiß, du hast die ganze Zeit gesagt, über den Preis redet man nicht, kann ich auch verstehen, aber ich kann dir keinen genauen Preis sagen, ich kann dir sagen, was ich schon geboten bekommen habe für den Ordner, da können wir vielleicht mal drüber sprechen. Zum Beispiel? Das Angebot, das ich bekommen habe, ein Auto, wäre dann so zwischen 20.000 und 30.000 Euro gewesen. 20.000 und 30.000 Euro. Dann habe ich gesagt, leider Gottes ist das sehr viel Geld und ich habe gesagt, ich verkaufe das nie. Wenn ihr mir noch emotional auf die 30.000, 15.000 drauf sind 45.000 sind, verkaufe ich es, dann hat er gelacht. Also ich würde es eh nicht verkaufen. Boah. Ja, für eine Halbzeit hätte man das locker bekommen können, das Geld, schätze ich. Aber das glaube ich auch. Aber ich glaube auch so, selbst wie du gesagt hast, jetzt wenn du es vererben würdest oder so, ich glaube, das ist auch einfach nur eine gute Wertanlage. Jetzt kommen halt die Schatzstücke, ne? Jetzt kommen die ganzen Foils. Die sind halt. Ja, was soll man sagen? Was wollen wir? Diese Sachen wollen wir. Die sind halt wirklich alle in sehr, 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 sehr gutem Zustand. Die haben nichts normalerweise. Ja, wer die letzten Videos von uns gesehen hat, wir haben viel über Pokémon Krone der Könige. Zenit der Könige. Geredet. Und wenn man sich jetzt mal diesen Art Unterschied anguckt, also man merkt, da liegen 30 Jahre dazwischen. Yes. Das ist wirklich heftig. Also nicht, dass die schlecht sind. Das meine ich jetzt natürlich nicht. Das ist komplett anderes. Das ist halt wirklich Vintage. Ja. Und jetzt bist du bereit für die erste Seite? Warum hast du es eigentlich umgekehrt? Warum ist die erste Seite die beste? Die erste Seite ist die beste, weil damals die haben nicht nach Typ oder nach Evolution, wie du siehst, sondern haben damals einfach das Beste auf die erste Seite gepackt. Und jeder, der mich kennt, weiß, was dann jetzt auf der Seite 1 kommen muss. Ich glaube, ich weiß es auch. Und da ist er. Big Boy. Oh. Alter, okay, wenn ich würde an deiner Stelle kann ich verstehen, dass ich nicht alles graden würde, aber den Glurak würde ich graden. Das sagt jeder, ich lasse es drauf und nicht graden. Das ist doch der Big Boy. Boah. First Edition. Yes. Mega Zustand. Yes. Sag mal. Boah. Also das ist echt der Wahnsinn. Wenn man mal überlegt, was man machen muss, so einen noch zu ziehen. Ja, wie viel die Booster dann ja wert wären. Die Base Display First Edition 100.000 oder so. Was? Ihr merkt, das Commentary von diesem Video ist ein bisschen still, weil mein Gehirn kommt da irgendwie nicht so ganz hinterher. Ja, das ist die schönste Seite. Also auch das Tourtalk, ne? Ach, meine Güte. Die sind einfach wunderschön. Da ist nichts dran. Das Garados sieht geil aus. Simsalabo. Oh. Mein Baby. Ich habe noch so einen. Der ist noch eingepackt. Da kommt dann, ich habe ja noch eine Turak-Sammlung. Und dann die ganze Kuralz noch. Also ein Glurak von jeder Edition dann? Schön wär's, aber wenn ich das irgendwann mal schaffe, das werde ich nicht schaffen, aber es sind schon einige gute dabei. Was sammelst du in dem dann? Da kommen dann noch Gluraks.
ein Ordner, wo nur Chlorax reinkommt. Chlorax und Altarzt. Ich habe die jetzt gerade in einem anderen Binder, aber wenn ich dann ein bisschen weiter bin, ich habe jetzt gerade wieder ein gutes Chlorax bekommen. Ziemlich altes. Okay. Ja, sehr schön. Das ist mein Base und mein Fossil, das wird auch umsetzen. Das zeige ich mal. Mit Jungle sind wir fast fertig, aber im Moment haben wir, muss ich dir sagen, die letzten Monate nicht viel Zeit in die Sammlung investiert, weil einfach viel zu viel hier los war. Ne? Und Arbeit und die Sammlung wurde ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten, aber ja. Sollen wir gerade rüber switchen? Wir können rüber switchen. Ja, da habt ihr es gesehen. Ich schätze mal, das ist nicht dein Ende vom Sammeln, oder? Nein. Also ich gebe im Moment ein bisschen weniger Gas, die aktuellen Sets. Ich weiß nicht, ob das zeitbedingt ist oder, aber ja. Verlorener Ursprung war cool, sind wir eine Stunde, hat mich persönlich jetzt nicht abgeholt. Vorher strahlende Sterne, wenn ich da Bock drauf habe, dann geht das schon auf was voran. Mal schauen. Ich kann dir auch immer nicht sagen, ob ich Bock habe auf Zenith der Könige, ob ich das sammle oder nicht. Das boah, nee. Da, ich wollte es gerade ansprechen. Bei dir hat es beim ersten Base-Set, bei mir wird es das nächste Zenith der Könige, das... Wenn es auch nur die Artkarten sind, die will ich haben. Die muss ich haben. Hol ich mir extra einen Binder hierfür. Aber ja, da habt ihr es gesehen. Da wird doch vielleicht ein bisschen geteasert, was man als nächstes sehen kann, können würde. Wenn du das nächste zeigen willst. Ah, wenn ich meine Zukunft noch mitbringe. Das müsste noch ein paar Monate. Die müssen noch ein bisschen spektakulärer machen. Spektakulär genug für ein Video. Oh, okay. Aber wir haben ja noch andere dein Bruder. Bären. Wir haben noch andere Mitarbeiter und ich weiß ganz genau, die haben auch noch ein paar krasse Sachen. Sieh, dein Bruder, nur der Aaron, hat sehr viel Weiß-Schwarz, ja. Was sehr interessant sein könnte. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, liked es und sagt uns, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Schwarz-Weiß, Magic, Yu-Gi-Oh! Etc. Wir hätten auch bald alle Altarts von dem ersten One Piece. Das auch. Das geht auch nicht mehr so viel. das ist ein Video, da muss ich mitfilmen. Also wenn du das mit Daniel alleine machst, dann bin ich böse. Ah ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, kommentiert. Lasst ein Like da. Und welches eure Lieblingskarte aus Space und Fossil? Und ja. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.